Am 10. März beendete die deutsche Eishockeyliga 2 den Spielbetrieb für die laufende Saison. Krimitschaus große rot-weiße Eishockeyfamilie kann einen ihrer größten Siege feiern. Wir haben die 150.000 Euro geknackt, das, was wir als Ziel uns gesetzt haben. Wer passt an den Standort? Wir haben unser Ranking gemacht und danach sind wir auch vorgegangen und Mario war ein Teil davon gewesen und sind relativ schnell auch zum Nenner gekommen, also die Chemie hat gestimmt. Trotz stetig ansteigender Fallzahlen ist man auch bei den Eispiraten Krimitschau optimistisch, am 6. November diesen Jahres in die neue Saison starten zu können. Schön durchgesetzt, Timo Gams. Und drin ist er! Erstes Tor in der Vorbereitung, Timo Gams. Und ach, Lukas Lenk, hat er, macht er, der macht es! Deine erste Führung für die Eispiraten. Rüber auf die andere Seite. Matthew LeMay. Schlagschuss, Peter Pohl! Und nochmal der Schuss. Und nochmal der versuchte Abschluss. Und nochmal die Chance. Herr Daniel Weiß, Schuss. Tor! Macht das letzte Tor für die Eispiraten. Und das ging richtig rucki-zucki. Ach, das kommt durch. Und Hecker ist da, aber der Rebound. Boah, den Gnadencheck von Dennis Schäferin ab. Und der Treffer. Die riesen Chance auf den Ausgleich und der passt. Schön gespielt von Krimitschau und die erstmalige Führung der Gäste. Die Chance, Weiß, Tor. Weiß, Torschütze. Sehr gut freigespielt. Aber Punkt gegen das heißeste Mannschaft in der Liga. Auch gut gemacht. Ah, gut weitergeleitet. Peter Pohl, da wird aber gehindert, da weiterlaufen und die Arme der Schiedsrichter gehen nach oben. Tor! Keller. Oh, Tor für die Eispiraten, die Entscheidung. Peter Pohl, jetzt die Chance. Gams im Weg, Tor! Timo Gams! Ja, mit dem guten Auge für Mathieu LeMay. Hat er die Möglichkeit, kann er da ein bisschen Raum erspielen. LeMay, Tor! Du warst hier, LeMay! Pohl! Tor! Und die Eispiraten, Lukas Böttcher! Veterans Day 2021. Karl Hartzen, gleich einmal mit dem Schuss. Tor! Er macht es!